Afterfax, kurz nach Mitternacht. Mit unaufhaltbaren Schritten seid ihr die letzten Stunden über die blutige See gelaufen. Das Tempo ist unfassbar hoch. Das, was andere an einem Tag an Strecke schaffen, schreitet ihr in einer Stunde ab. Die Wachen stehen unruhig auf dem Deck. Routine will nicht richtig einkehren, wie auf anderen Schiffen sonst üblich. Es ist stockdunkel. Der Regen prasselt aufs Deck und der Wind schneidet euch unangenehm ins Gesicht. Damit beginnen wir. Irgendwo an der Oronischen Landküste. Auf der linken Seite könnt ihr die paar mageren Lichter von Elborum erkennen, die unheilschwanger rot zu euch hinüberleuchten. Habt ihr gerade selber Dienst oder schlaft ihr wie, ja, jeder götterfürchtige Held einen Schlaf denn auch träumt? In Erwartung der des Treffens auf die Seeblockade werde ich vermutlich unruhig am Deck stehen. Ab und zu mal mit dem Fernrohr in die Finsternis spähen, aber natürlich sieht man hier reichlich wenig. Also gut. Was ist mit den anderen? Steht ihr neben eurem Kapitän? Beratet ihn? Oder wo haltet ihr euch gerade auf? Wie lange ist das her, dass wir den, sagen wir mal, den Schwarzmagier, den Jam getroffen haben? Das ist her 11 Stunden. Ihr seid okay. 330 Meilen geschritten. Zumindest kann euch das jemand sagen, der eine Orientierungsprobe geschafft hat. Bist wahrscheinlich die Leute, die ihr angestellt habt und die die Karten kontrollieren. Oder Kiaras wird das sicherlich auch wissen. 11 Stunden. Ja, ich habe die Karten sehr ausführlich studiert. Ja, dann würde ich neben dem Captain stehen, so ein, zwei Schritte hinter ihm, meine Hände in dem Rücken verschränkt und er sah einen sorgenvollen Blick auf mein Gesicht haben. Danke, Sir Lorbos. Ja? Kapitän! Dort unten, im Wasser! Der Mann, sowas wie ein Ausguck habt ihr ja nicht mehr, beziehungsweise der normale Schützenturm, die Aufbauten, waren ja runtergeschossen, auch da gibt es noch keine Reparaturarbeiten. Die Schützen sind dann nur noch auf dem ersten Stockwerk, den zweiten, ja, wie gesagt, eine Rotze oder ein etwas größeres Geschoss, was das dann weggeschossen hat mit einigen Splittern, sodass dann die Leute eben gegen den Regen anprasseln und auf verschiedenen Stationen vorne am Vorderdeck stehen. Kapitän, dort unten! Holz! Trümmer! Irgendeine Seeschlacht! An der Blockade etwas zu sehen? Ist ja noch nicht her. Noch keine Ketten. Vielleicht hat hier jemand aufgeräumt. Bin mir nicht ganz sicher, ob uns das gefallen soll. Wer auch immer aufräumt. Wer auch immer vor Oron aufräumt. Kann kein schlechter Mensch sein, denke ich. Lauf auf den Turm. Verstehen sich denn die einzelnen Leute untereinander? Also die Heptarchen? Nicht soweit ich weiß. Oder, lauf auf den Steuerturm. Lass etwas langsamer machen, mal schauen, ob wir was aus dem Wasser fischen können. Jawohl. Läuft er los. Nach ungefähr 30 Sekunden, so genau kannst du das nicht abschätzen, merkst du, wie wohl euer Rondrianer, der oben am Steuerturm steht und die Befehle dann an die Arche weitergibt, dem wahren Namen, die Geschwindigkeit wieder aus den Beinen herausnimmt und ihr könnt dann ja auch leicht tiefer krabbeln, leicht tiefer gelegt und ihr dann weiter marschieren. Ich schicke mal, wir hatten ja Matrosen angeheuert. Ich schicke die 5 Mann und 5 Mann von der leichten Infanterie runter. Sie sollen sich hinten im Bootsdock mal einen Spieß oder ein Netz oder einen Kescher nehmen. Und schauen, ob sie irgendwelche Trümmerteile auffischen können, die Aufschluss darüber geben könnten, wer hier rummacht. Mhm. Kescher, Speere, zum Angeln? Um irgendwelche Banner oder Segelfetzen zu finden. Ja, nach ungefähr 10 Minuten, die Spieße werden herbeibeschafft. Das ist natürlich alles ein kleines Problem. Bei
Fahrt, beziehungsweise solange ihr euch bewegt, werdet ihr nicht wirklich etwas sehen können. Und ihr werdet auch keine Leute runterklettern lassen können, damit sie dann hier in den Trümmerteilen dann umherfischen. Das wird nicht so funktionieren, gerade nicht, wenn das dunkel ist, wenn es Nacht ist und der Wind eben sehr kalt schneidet. Chiara, was meint ihr? Sollten wir Halt machen, um uns hier umzusehen? Dann liegen wir leider tot im Wasser, falls wir überrascht werden. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das auch ganz und gar nicht. Wir sollten eigentlich Feindschiffe sein. Und für meinen Geschmack sind wir ein wenig zu nah an Elburum dran, um hier Halt zu machen. Gut, dann gehen wir weiter. Wir sollten zumindest ein wenig weiter gen Norden reisen und wenn, dann an der Küste halten, damit wir von einer Seite keine Schiffe erwarten können. Alle Mann sollten auf Gefechtsposition bleiben. Vielleicht steht der Nordteil der Blockade noch. Ich hatte ja eigentlich vor, bei Gelegenheit mal in Elburum Halt zu machen, um Informationen einzuholen, aber jetzt ist dafür vielleicht nicht der Moment. Nein, jetzt vielleicht nicht. Und so schreitet ihr weiter. Langsam, behäbig. Bis ihr dann irgendwann bemerkt, wie die Vorderbeine einmal kurz ins Straucheln kommen und dann reißt irgendetwas sehr metallisch. Kette. Immer noch kein Zeichen von Schiffen? Sinnenschärfe. Höre. Habt ihr eure Positionslichter gelöscht? Oder lauft ihr mit Sturm? Ja, also nachts darf kein Feuer brennen auf Schiffen. Dafür sorge ich. Da wir vor allem die Blockade angreifen wollten, macht es Sinn, dass wir die Lichter gelöscht haben, ja. Sind wir dafür jetzt auch natürlich total blind im Wasser. Ja, aber das gehört sich so. Nach Sonnenuntergang kein Alkohol und kein Feuer. Okay. Chiaras kann etwas hören. Leises Geläut von einer Schiffsglocke. Aus Richtung? Ja, irgendwo vor euch. Kapitän, vor uns ist etwas. Was denn? Glocken. Glocken. Von einem Boot? Ja. Hört sich zumindest so an. Dann könnt ihr uns ein wenig Licht dabei schaffen? Natürlich, mein Herr, aber dann werden sie uns vermutlich entdecken. Nun, wir haben die Blockade. Wenn noch etwas von ihr übrig ist, jetzt sowieso passiert. Das heißt, wir können allem, was uns entdecken sollte, notfalls davonlaufen. Ja, an seiner Kette aufgehangen? Ne, die ist gerissen. Gut. Fahrt verringern, einmal umsehen. Vielleicht können wir Überleben darauf bringen. Wollen wir das? Natürlich wollen wir das. Wir wollen schließlich nicht, dass sie von den Ersatzschiffen aus Elburum wieder aus dem Wasser gefischt werden. Ich meine, wollen wir etwas aus dem Wasser fischen, das in diesem Wässern schwimmen kann? Notfalls wollen wir es töten. Während ihr noch darüber diskutiert, könnt ihr wieder wohl merken, wie eins eurer Beine leicht nachgibt und versucht, auf der blutigen See Halt zu finden, nachtippelt und unruhig neben euch nach oben zuckt. Wasser. Wir halten an, sehen uns das an. Ja, wenn man hier durch ist, hat... Wieder einmal hier durch ist, hat bestellt. Ein Läufer wird bestellt, sodass er dann nach oben ja, rennt. Und Ahmad wird dann oben die Geschwindigkeit komplett rausnehmen. Wer auch immer hier durch ist, hat wirklich im Ganzen aufgeräumt. Wenn es nur ein Konvoi von Xeran oder Hafax wäre, die passieren wollten, hätten sie entweder bezahlt oder sich
sich durch die Blockade geschlagen, weil sie nicht komplett aus dem Wasser gefegt. Wir sollten auf Gefechtsposition gehen. Aber da ist ein Drachenhorst. Macht euch schon mal zum Entern bereit, falls es soweit kommt. Entern, jawohl. Äxte bereit, Männer. Leise. Ja, die einzelnen Leute von Bronn stehen wie selbstverständlich an sowohl den Rotzen als auch den Harpunalen, weil man aktuell nicht genau weiß, auf was für Ziele man schießen muss. Eldan, wird das mit dem Licht? Ja, was für eine Lichtstärke wollt ihr denn überhaupt erreichen? Also von hier oben wird schwierig. Wie bitte? Von hier oben wird äußerst schwierig. Vor allen Dingen bei diesen Wetterbedingungen. Also wir müssten vermutlich schon ein Stück nach unten klettern, damit das Licht Effekt hat. Na gut. Dann hinunter in die Maulgrotte. Könnte kein Leuchtfeuer aufs Wasser hinausschicken. Tatsächlich nicht. Moment, Moment. Fragen wir doch Kohlrab. Das können wir sicherlich tun. Ja, die ist dann auch mit sorgenvollem Blick aus ihren Gemächern herausgegangen, nachdem sie mitbekommen hat, dass wohl der Schritt aus der Arche rausgenommen worden ist. Und blickt sich jetzt düster um. Bekommt natürlich auch wieder etwas Wasser ins Gesicht, etwas kalten Regen und kommt dann zu euch. Magistra. Guten Abend. Guten Morgen. Was gibt es? Wir fragen uns gerade, ob ihr wohl die Fähigkeit hättet, unsere unmittelbare Umgebung auszuleuchten. Die Blockade ist verschwunden, doch voraus scheint ein Schiff zu sein. Dazu ist also unser Magister nicht in der Lage? Tatsächlich muss ich leider zugeben, dass ich mich auf diesen Zauber nie wirklich konzentriert habe. Mir würde schon eine Möglichkeit einfallen, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ich die Formel gut genug studiert habe, um sie so umsetzen zu können. Habt ihr bereits nach Gotonkis Ausschau gehalten? Nein. Was habt ihr denn bei euch in der Akademie gelernt? Wir waren noch nie auf. Also ich war noch nie auf einer Dämonenarche, meine Dame. Dann schaut sie so ein bisschen vorwurfsvoll zu Jalan. Was habe ich euch eigentlich beigebracht? Ich weiß, ihr seid kein Magister, kein Magier, aber nun ja, etwas solltet ihr doch mittlerweile gelernt haben, oder nicht? Ich muss mich um wesentlich größere Dinge besorgen, als darum, ob hier etwas herumflattert, das ich nicht sehen kann. Ich verstehe, dass es für mich ein schwieriger Gedankengang ist. Sie dreht sich von dir ab und blickt nach oben. Oh, der Makanum Senserei. Liegt dort ein Hauch von Zauberei. Schaut dann in den Himmel und dreht sich dann in Richtung des Wassers. Kann sehen, wie ihre Augen weiß leuchten. Dann verlischt es einmal und dann murmelt sie einen neuen Zauber. Exposami Lebenskraft. Kein Leben. Aber ich sehe viele, die einmal gelebt haben. Die Wasserleuchten. Als Wasserleuchten. Kannst wohl auch sehen, wie jetzt wohl einige von den Matrosen, die du in Kuntium eingekauft hast, an langen Seilen sich einmal herunterlassen, an der Außenhaut des Schiffes, um dann mit den langen Spießen und Stöckern einmal nach Leuten zu tasten, die vielleicht noch leben, beziehungsweise eben auch Flaggen oder Segel einmal nach oben zu holen. Du kannst dann eben auch einmal den Ruf hören, wirst dann an die eine Seite der Arche gerufen und da hebt man dann wohl ein Stofffetzen nach oben, was wohl eine blutige Dornrosenranke darstellen soll. Und tot oder tote, Magister? Nun, ich habe keine Magie in ihnen gesehen. Das kann sich allerdings auch binnen kurzem ändern, wenn die tiefe Tochter sie erwählt. Und dann scheint es der Rest der Blockade zu sein. Fragt sich nur, wer dafür gesorgt hat, möchte ich meinen, nicht wahr? Aber ich habe etwas anderes gesehen, was mir Sorgen bereitet. Was wäre? Wurzelzeichen auf dem Wasser. Seht ihr dort? Sie deutet damit in die Dunkelheit und du kannst überhaupt nichts erkennen. Wurzelzeichen, was hat das zu bedeuten? Das sind diese
diese Spuren und die Archen hinterlassen, richtig? Das ist richtig. Jeder Schiffsdämon hinterlässt an der Stelle, wo die Beine das Wasser berühren, weiße Salzspuren, ölige Schlieren. Und je nach Wetterlage zucken sogar kleine Blitze über diese Flecken. Diese Phänomene werden wohl als Wurzelzeichen bestimmt und man kann je nach Frische und Intensität der Spuren sie in Kategorien einteilen. Ich kenne diese Wurzelzeichen nicht, aber sie sind frisch. Eine Arche war wohl hier. Könnt ihr bestimmen, wie groß vielleicht die Plagenbringer? Das ist möglich. Zumindest hinterlassen wir auch solche Zeichen. Bitte, was sagt ihr? Hinterlassen wir auch solche Zeichen? Selbstverständlich, sie werden von allen gelesen, die sie lesen können. Also können wir auch verfolgt werden. Selbstverständlich. Ja, großartig. Hinterlassen wir diese Zeichen noch an Land? Sie werden überall hinterlassen. Ich habe mich vielleicht eben etwas unklar ausgedrückt, weil ich sagte, wo Beine das Wasser berühren. Dort, wo Beine etwas berühren, sagen wir so. Normalerweise laufen diese Wesen ja nicht übers Wasser. Könnt ihr hier Zeichen von hier oben aus gut genug erkennen, um es, ich weiß nicht, aufzuzeichnen oder so? Oder zu schreiben? Wenn wir, sagen wir, 5 Minuten haben und ich etwas Licht riskiere, dann kann ich sie abmalen. Vielleicht kann der Magister mir dabei auch helfen. Gut, tut das. Beherrsche das Zayat, Magister? Ich schüttel wohl den Kopf. Leider nicht. Nun, ich mag diese spezielle Signatur aus der dämonischen Sphäre auch nicht sonderlich, aber sie hilft uns zu verstehen, wie solche Dinge funktionieren. Wartet. Könnt ihr sehen, in welche Richtung diese Zeichen führen? Es gibt hier keine... Moment. Wie gesagt, mit etwas mehr Licht kann ich mir ansehen, ob sie von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen gelaufen ist, aber eine grobe Richtung. Dann müsste noch ich nicht. Dann verschiedene Wurzelzeichen finden. Noch kein Licht. Ich habe Glocken gehört. Irgendwas ist in der Nähe. Kapitän, ich schlage vor, wir ziehen uns zurück. Warum? Das Glockengeläut kommt auch näher. Das kann jetzt auch Eldan hören. Weil irgendetwas auf uns zukommt. Dann sollten wir vielleicht herausfinden, was, damit wir uns wehren können, falls es uns angreift. Aber der hat recht, ich höre auch ein Glockengeläut. Ne? Wenn es eine andere Arche ist, sollten wir sie uns nicht bei Nacht stellen. Könnt ihr als erfahrener Schiffsmann die Größe der Glocke einschätzen? Könnten wir darauf auf das Schiff zurückschließen? Man schaut mal Karius fragend an. Darf ich einmal auf Seefahrt würfeln? Seefahrt um die Schiffsglocke. Ja, ist interessant. Ich weiß nicht, ob ich da eine Seefahrtprobe für haben will oder eine Sinnschärfe. Sinnschärfe habe ich eben schon gefragt. Metallguss. Gibt es Metallguss als Handwerk? Wer hat sowas? Außer Zwerge. Also ich meine, würde ich herausfinden, soll er herausfinden, ob er diesen Klang einer bestimmten Schiffsklasse halt zuordnen kann. Er weiß, die Glocke ist so und so groß, das heißt wahrscheinlich, das Schiff ist auch so und so groß. So, schauen wir mal. Ich habe ja deine Werte hier, ich kann ja selber würfeln. Ja. Deine Überlegungen tendieren eher zu einem... Also es ist keine Glocke, die aktiv geschlagen wird. Es ist eher, dass der Wind gegen die Glocke, oder mit der Glocke spielt und dann dieses Band den inneren Schlägel dann gegen dieses kleine Ruderboot schlägt. Also kein Großschiff. Nein. Ich will wissen, was sich hier umtreibt. Magistra, wenn ihr Licht machen könntet. Es hört sich nicht nach einem größeren Schiff an. Vielleicht ein Beiboot. Vielleicht überleben wir. Magistra, könnt ihr einen Lichtball vorausschicken? Möglich. Ich denke, so viel könnten wir riskieren. Dann wirkt sie einen Flipflam.
der kurz über ihr aufsteigt. Der leuchtet ein bisschen lila. Sie hat den also persönlich eingefärbt und schickt ihn dann mit wenigen Handzeichen einfach nach vorne heraus. Und dann könnt ihr erkennen, wie dort im Sturm bzw. im dunklen Regen in der Nacht ein kleines Ruderboot direkt auf euch zufährt. Es gibt einen Rudermann, der wohl gerade mit dem Rücken zu euch sitzt und auf euch zurudert. Das gefällt mir nicht. Warum ist der alleine? Sieht es aus wie ein Dämon? Sieht aus wie ein Rudermann, wie ein alter Seemann. Mehr kannst du nicht erkennen. Magister. Er sitzt beim Rücken zu euch. Ja. Magister, ist da unten vielleicht Magie am Werk? Die Frage ist eher, lebt er? Dann würde er wohl nicht rudern. Und rudert? Ein letztes Mal. Odem Arcanum. Und sie betrachtet ihn genau, ihre Augen leuchten wieder weiß. Er ist unmagisch, flüstert sie. Und du kannst dann erkennen, wie er sich dort wohl vorne erhebt, die Ruder in das Ruderboot schmeißt und sich umdreht. Eine alte, weißhaarige Gestalt, die wohl mit der Dunkelheit noch etwas zu verschmelzen scheint, aber das Gesicht kannst du gerade noch nicht ausmachen. Nur die weißen Haare, die noch etwas in dem Flimflam leuchten. Der Rest wird von so etwas wie einer Kapuze verdunkelt. Er dreht sich um und schaut nach oben. Immer noch kannst du das Gesicht nicht erkennen. Ein paar aus Namen, gebt euch zu erkennen. Ich glaube nicht, dass ihr das hier schreien sollt. Erlan Greifenmund. Ist dies die Dämonenarche? Gezeitenspinne? Nein. Das ist die Perlenwacht. Ihre Wurzelzeichen sagen, dass es die Gezeitenspinne ist. Das war sie einmal. Männer! Männer an Bord der Gezeitenspinne! Hört meinen Ruf! 1000 Dukaten für den Kopf des Kapitäns! 1000 Dukaten! Ich richte mich an die Geschützmannschaft. Oder ich richte mich an den Captain. Wir sollten ja schießen. Und Seelübung! Kapitän, dort ist etwas im Wasser! Ja, Ron interessiert das nicht. Er richtet seinen riesigen Harpunal einfach wohl als sowas wie eine, naja, Hinrichtungsgeste auf den alten Mann, drückt ab, ein gezielter Schuss, und du merkst, wie dieser riesige Speer, fast wie eine Phalanx, den alten Mann einfach hinrichtet, er an das Boot gepinnt wird. Der Speer, die Harpune, bricht auch durch den Unterboden des Schiffes durch und verschwindet dann fast in der Dunkelheit des Wassers. Der Rest des Widerhakens bleibt dann allerdings noch am Schiff und auch an diesem alten Mann stecken, der einfach tot zusammenbricht. Er flucht. Steuerturm, Sprint, 3 Meilen nordwärts. Flugzeug Xeran und sein verfluchtes Gold. Es dauert viel zu lange. 30 Sekunden für den Sprinter, um nach oben zum Steuerturm zu laufen. Ihr könnt wieder etwas im Flimflam erkennen, was auf euch zukommt. Ein schuppiger Rücken. Eine Seeschlange. Verfluchte Geschütze! Geschütze! Harpunale nachladen! Männer auf die andere Seite! Gefechtsrollen einnehmen! Ja, ein weiterer Harpunal, der sich in die Seite der Seeschlange rammt. Einiges rotes Blut, was austritt, und der Seeschlangenrücken verschwindet wieder. Schiebt sich wieder unter das Wasser und verschwindet in der Dunkelheit. Dann nimmt euer Schiff wieder Geschwindigkeit auf und ihr könnt an diesem Ort der Hinrichtung vorbeifahren. Magister Kohlrab kommt dann auf euch zu und murmelt nur etwas von: Das sind wohl die Überreste, die Plagenbringer hinterlassen hat. Die Wurzelzeichen sind eindeutig. Sie war hier. Also war es die Plagenbringer? Wie lange her? Verfluchte Plagenbringer. Gibt es ein Zeichen, vor wie langer Zeit sie hier war? Wenige Stunden. Wären wir etwas früher von Kuntium aufgebrochen, dann hätten wir ihr wohl hier begegnen können. In welche Richtung ist sie gegangen? Das kann ich, wie gesagt, nicht ausmachen. Dafür bräuchte ich mehr Zeichen. Wenn sie südwärts auf dem Weg war, sind wir vielleicht entwischt. Wenn sie sich nordwärts bewegt hat, lauert sie uns vielleicht im Golf von Pericum auf.
Wir werden einen Umweg machen. Relativ nah an den Bergen von Bailong vorbei. Ich denke, das ist das Sinnvollste. Also gut. Dann wird der neue Kurs bestimmt. 30 Meilen pro Stunde. Hat die Seeschlange uns eigentlich berührt oder nicht? Sie hat auf alle Fälle irgendwas an eurem Bein gemacht, ja. Du hast ja gesehen, wie eins der Beine weggestoßen worden ist, wo sie dann nochmal Halt suchte. Das könnte die Seeschlange gewesen sein. Captain, wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht hat die Seeschlange etwas an Bord gebracht. Der alte Mann war nur Ablenkung. Etwas oder jemanden? Beides möglich. Ich habe mich noch nie mit Seeschlangen beschäftigt und weiß nicht genau, wer ihr Herr sein könnte. Wir sollten das Schiff einmal durchsuchen und sobald es Licht ist, die Beine untersuchen. Richtig, wir werden die Nacht durchmarschieren. Bis zu... Ach, wie heißen diese drei Inseln denn? Das sind nicht die Effertreden, sondern... Ach egal, wie gesagt, wir werden einmal im Golf entlang schreiten. Und bis es dann morgen ist, werden wir uns einen Ort suchen, an dem wir in Ruhe das Bein begutachten können. Ildarash, Eurong, Kibor. Die Effertstränen liegen weiter am besten. Das Wetter wird den gesamten Tag, wenn die Sonne wieder aufgeht, nicht besser. Ihr befindet euch nicht wirklich in einem Winter, aber der Regen, der Frühling, der so langsam fast wieder einzieht in diesen nördlichen Regionen, holt euch ein. Strömender Regen, der den ganzen Tag auf das Deck fällt. Es wird nicht wirklich warm, die Sonne geht nicht wirklich auf, ist immer hinter Wolken verborgen und von Praios Antlitz seht ihr dementsprechend nicht viel. Immer noch ein sehr schauriges Gefühl, wenn ihr an den Inseln vorbei euch lenkt. Ihr könnt, wie gesagt, einige Piratenschiffe noch erkennen, die wohl in einiger Entfernung, leicht nördlich bei Rulat und Tisal, zumindest da in der Nähe sich bewegen und nicht wirklich Kurs aufnehmen auf euch, aber es gibt hier Schiffe, die dann eben auch in diesen Inseln verborgen sind. Möchtet ihr selbst noch einmal auf Ärger aus sein? Ist gerade nicht. Wir sind immer noch ein wenig unterbemannt und wissen nicht, was an unserem Bein hängt. Ob etwas an unserem Bein hängt. Die Reise bis nach Perikum dauert von der ehemaligen Position aus mit der aktuellen Geschwindigkeit 16 Stunden. Ich würde gerne nach 8 Stunden, wenn es hell wird. Dann sollten wir so etwa hier sein, richtig? Ungefähr. Einen Landeplatz suchen lassen. Captain, vielleicht sollten wir auf dem Weg dahin schon mal Männer abständen, dieses Bein und dort, wo es mit dem Körper verbunden ist, genauer im Auge behalten. Nicht, dass jemand schon an Bord sich schleicht, bevor wir dort ankommen. 8 Stunden ist immerhin eine ganze Menge Zeit, um das Bein hochzuklettern. Ja, das tun wir. Die Hälfte der schweren Infanterie bekommt eine Nachtschicht aufgedrückt. Und darf in meinen halbwechselnden Schichten Wache schieben vor dem Bein und seinem Übergang zum Körper. Ja, sowas wie Nachtschichten. Gibt es sowas wie Nachtschichten bei euch? Oder wolltest du. Eigentlich nicht. Also normalerweise. Wolltest du die Regel aus der Seeadler beibehalten, die quasi jeder Seefahrer benutzt in 4-Stunden-Schichten? Wir sind keine Seefahrer, also nein. Also nein. Die Söldner werden tagsüber halt, werden sie frei haben. Beziehungsweise die Wache stehen müssen, werden Wache stehen. Und die Geschützbediener haben natürlich an den Geschützen zu sein, aber ansonsten nicht, nein. Allerdings sollten wir mehrere Wachwechsel machen, dass alle Männer die Nacht über wach bleiben und sich alle Stunde abwechseln. Deswegen soll ja erst die Hälfte Wache halten, die dann hinterher durchwechselt.